Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Jo, wir haben Wilson getroffen, er möchte Grayskin einen Heiratsantrag machen. Er hat uns einen Verlobungsring mitgegeben und den werden wir ihr dann bald geben. Nur möchte ich zuerst noch schauen, was das hier für ein Bogen ist. Hier steht was von einem alten Bogen. Den habe ich schon. Aha, passt. Gut, gut. Dann schauen wir uns hier noch ein kleines bisschen um. Ah, das sind unsere Fische scheinbar, oder was? Connor, hallo. Bist du auch hier, um dich über mich lustig zu machen, oder willst du tatsächlich etwas kaufen? Bist du ein Händler? Ich will mich über dich lustig machen. Na, Händler. Bist du ein Händler? Gut erkannt, Bursche. Entweder du kaufst jetzt etwas, oder du verziehst dich. Schlechte Laune? Ja, weil mich hier keiner ernst nimmt. Bist du etwa kein Dämonenjäger? Doch, aber nur weil meine Familie aus einem alten Dämonenjägergeschlecht kommt. Eigentlich will mich hier keiner. Lass dein Schwert zu Hause, sagen sie. Bleib bei deinen Zahlen, sagen sie. Ich werde denen schon noch zeigen, was ich drauf hab. Kannst du mir was verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Natürlich kann ich dir etwas verkaufen. Aber vorher musst du etwas für mich tun. Was soll ich sammeln? Wen soll ich töten? Was soll ich sammeln? Was soll ich sammeln? Pass auf. Ich will, dass du den Weltenverschlinger findest und mir sein Herz bringst. Ich brauche 300 Felsbrocken der Vernichtung aus dem Vulkan des Todes. Außerdem will ich, dass du an der tiefsten Stelle des Ozeans den verfluchten Schatz von Captain Blutklinge hebst. Zuletzt hätte ich gerne noch das Auge eines Drachen. Was? Sonst noch was? Was kriege ich dafür? Sonst noch was? Sonst noch was? Ich mache nur Spaß. Es sind bloß Geschichten aus der alten Zeit. Wahrscheinlich gibt es sowas wie einen Weltenverschlinger gar nicht. Und der Schatz von Captain Blutklinge ist vermutlich auch nur eine Legende. Hey, ich bin Geschäftsmann. Natürlich verkaufe ich dir meine Waren, auch ohne, dass du etwas dafür tust. Es ist lustig, echt. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Crema nochmal, das wäre cool. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würde es sogar gelingen, einem Kaufmann seine eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir einen Rabatt von 5%. So gut bin ich auch nicht. Was fehlt denn? List und Einfluss. Ich schau mal. Also, List und Einfluss. 30 jeweils, ne? Einfluss hätten wir. List. So mal. Ja, bitte. So, jetzt müsste es gehen. Also, bring mir was bei. Bring mir etwas. Ja. Crema? Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Ach, mein Freund hat mich gerade erschreckt. Entschuldigung. Du böser Junge. Ja, bitte. Ich möchte gerne dinieren. Danke. Alter Schwede. Ah. Ja, ne? Das war ein fieser Hinterhalt. Entschuldigt bitte. Also, Crema. Niemand kann dich übers Ohr hauen nochmal. Mit List und Einfluss 40. Soll ich das nochmal? Noch mehr Rabatt? Warte mal. Wie viel Ruhm und Ehre hätte ich denn noch? Viel. Wie viel wird mich das kosten? Geht. Ist noch nicht so tragisch. Geld hätte ich auch noch genug. Ja, weißt du was, das mache ich noch? Sparen, was geht. Bring mir was bei. Bring mir etwas. Einmal noch. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Ja, bitte. Wie du willst. Danke. Und das wär's dann auch schon. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nichts lieber als das. Was hat er denn? Grünes Kopftuch, rotes Kopftuch, ein Hemd. Gibt's überhaupt irgendetwas, was uns mehr Schutz geben könnte? Alter Stiefel, das Zeug haben wir eigentlich eh. Zucker könnte ich ihm abkaufen, weil so kleidungsmäßig brauchen wir nichts da. Haben wir genug, ne? Grog, Zucker. Proviant, Grog. Nicht so stark wie Rum und daher auch nicht so wirksam, wäre aber wurscht. Weißt du was, da kaufen wir so ein bisschen was, ne? So 2, 3, 4 Stück nehmen wir. Ja. Ich glaube, das ist okay.
den Handel akzeptieren bitte und ciao mit au. Das Geheimnis der Zitadelle, Band 2. Das werden wir mal ausrauben, wenn er schläft. Die Kraft der Kristalle. Ich speichere mal ganz kurz. Ja, bitte. Die Magier schafften es, einen Strahl der Sonne in einen Kristall zu binden. Was für eine magische Glanzleistung. Heute liegt das gute Stück noch immer im Magierturm auf Taranis. Okay, für später. Runenstein. Ich will da nichts zu viel nehmen, weil sonst haut er mich zum Schluss noch. So. Dann wären wir hier schon mal gewesen. Dann fehlt noch hier hinten was. Hallo, wer bist denn du? Eldrick! So, jetzt muss ich speichern. Noch ein weiteres Mal. Servus! Harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Das ist aber nicht der Eldrick, den wir kennen. Das ist nicht der Eldrick, den wir kennen. Erstens hat er eine andere Stimme. WTF? Wie bitte? Starker Spruch. Du führst die Dämonenjäger hier an. Starker Spruch. Starker Spruch. Starker Spruch. Tja, ich wünschte, es wäre nur eine leere Phrase. Doch leider ist es unser Los. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavastroms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Soll das wirklich unser Eldrick sein? Der Druide Eldrick? Ich kann's mir echt nicht vorstellen. Naja, ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Was kannst du mir über Brooke erzählen? Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Also Schattenlord. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir es kurz. In einer Totenkopfhöhle an der Krabbenküste kam ich einem Kristallportal zu nahe. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Währenddessen. Aha. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Was kannst du mir über Brooke erzählen? Was kannst du mir über Burke erzählen? So. Das ist doch... Warte mal. Einer unserer Neuzugänge, richtig? Also? Nun, egal mit welchen Problemen er sich gerade rumschlägt, wende dich an Drake. Meine Zeit ist begrenzt. Und ich kann mich um derlei Angelegenheiten nicht kümmern. Das kann unmöglich der Druide Eldrick sein. Das gibt's nicht, das will ich nicht glauben. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Ja. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle.
Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Er ist es tatsächlich. Eldrick. Ja. Er hat sich schon ein bisschen verändert. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Ja. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Okay, ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Brav. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Schlecht. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Du kannst auf mich zählen, ich kümmere mich um deine Krieger. Ihr habt ein Portal zerstört, wie? Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Okay, das obere. Du kannst auf mich zählen, ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Kristallportal zerstört. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit, ich zeige es dir. Okay. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf.
jetzt du. Ich werd's versuchen. Da staubt's. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Sehr gut. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ich frag mal. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Oh, cool. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Oh, cool. Verstehe. Ja, okay, das ist cool. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ja. Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Bitte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Ist klar. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Ja. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Okay. Wegen, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Tränke brauen, Alchemie, Ritualmeister verbessert die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Himmelsseiten. Aber Alchemie wäre schon mal cool. Pulver, Salben und Elixiere für alle Lebenslagen, bevor dir bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert Alchemie steigert sich um 10 pro Stufe. Tränke brauen lernen. Stelle magische Tränke aus den richtigen Ingredienzien her. Ich habe nicht so viel Geld, oder? Wegen den Kriegern. Wegen deiner Krieger. Mason hat seine Wache im Norden beendet. Mason hat seine Wache im Norden beendet. Das ist gut. Mason ist einer unserer besten Männer. Winter hat seine Feigheit überwunden und ist wieder der Alte. Das ist sehr gut. Ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Mehr kann ich dabei nicht. Boah, wir kriegen viel Geld. Wie viel Kohle habe ich denn? Kann ich das einsehen? Hier, 1281. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Okay, gut. So weit, so gut. Ich würde sagen, jetzt ist einmal speicherungswürdig. Und wer bist du? Ah, Henrik. Alles klar. Bei ihm könnte man kämpfen lernen. Okay. Er hat für uns derweil eh nichts. Ich würde sagen, wir probieren jetzt... Hoppala. Wir probieren jetzt mal nach Antigua zurückzukehren. Ja, ich muss schon aufpassen. Nach Antigua zurückzukehren und Grace den Ring zu geben. Das wäre gut. Gesund sind wir soweit, das passt. So. Also lauf, lauf, lauf. Wenn es echt möglich wäre, Dämonenjäger zu werden, das wäre halt echt cool. Das wäre wirklich cool. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich schon eigentlich... Bin ich schon sehr... sehr hingerissen. Moment, da oben steht jemand. Ein Magier, wie es ausschaut. Wer bist denn du? Kisko. Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nein, ich brauche keine Toten. Ich beraube keine Toten, so. Naja, ab und zu habe ich mal ein Grab geplündert. Nein, das mache ich nicht. Nein, ich beraube keine Toten. Tja,
Tatsächlich nicht? Nein. Nun, das ehrt dich. Ja. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Wegen mir kannst du alles nehmen, was du findest. Na, ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Ja, was weißt du über die Magier? Was weißt du über die Magier? Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Wenn du wahre Magie lernen willst, solltest du dich uns anschließen und nach Taranis gehen. Kannst du mir was verkaufen? Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Alles klar. Dann müssen wir noch eigentlich... Ah, das ist ein Riesenrad. Ich dachte gerade, was steht denn da oben? Wir müssten eigentlich noch den Friedhof besuchen. Den habe ich jetzt vergessen. Aber ist wurscht, wir müssen sowieso wieder her. Jetzt werden wir mal zu Grace gehen. Alles schön der Reihe nach. Ja. Alles schön der Reihe nach. Halt, Geisterpilz. Also jetzt erstmal zu Grace zurück. Theoretisch müsste das hier schon... An Bord, bitte, ja. Perfekt. Und Steuer ins See stechen. Oh, warte kurz. Zuerst speichern. Für den Fall der Fälle, dass es eine Quest kaputt geht. Da muss ich immer so aufpassen. Und jetzt zurück nach... Lass mich denken. Wo ist es denn? Antigua. Ja, bitte. So, hoffentlich geht nichts kaputt. Spielstand wurde erstellt. Passt. Wir erreichen Antigua. Alles fein. Ich möchte bitte gern zum Hafen, bitte. Danke. So, und jetzt zu Grace. Da ist schon wieder so finster. Tap, 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 tap. Hier rüber. Darüber. Hier ruf. Und hier rein. Hallo, Grace. Servus. Wegen Wilson. Wegen Wilson. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Wilson hat... deinen Brief bekommen, das zuerst. Wilson hat deinen Brief bekommen. Ihr Schurken seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Wunderbar. Ja, unglaublich, was? Dann mal her mit dem Gold. Boah. Hier, versauf nicht gleich alles. Niemals. Und er hat mir was mitgegeben. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Ach, er ist ja so ein Charmeur. Hm. Oh, süß. Zeig mir deine Ware. Süß, süß, süß. Hat sie irgendwas Gutes für uns? Ich glaube nicht, ne? Wir haben eh unser tolles Stecherlein, unser tolles Schwertchen. Passt, Auftrag ausgeführt. Dann können wir wieder zurück. So. Dab, dab, dab. Tavernenmäßig brauchen wir nochmal nichts. Dann ist dieses Boot, ich hätte nie gedacht, dass er mit dem Boot noch was anstellen kann. Können wir wieder an Bord gehen. So, und wieder ins See stechen. Und wieder zurück nach Kalador. Ja, bitte. So, ich nehme wieder mit dich, mein Freund. Oh, okay, der dunkle Krieger, Drake. Gab mir eine Schatzkarte von deinem Großonkel. Der dunkle Krieger Drake gab mir eine Schatzkarte von deinem Großonkel. Das ist alles? Das kann doch gar nicht sein. Was hat der große Randolph von Dreel mit stinkenden Schatzkarten zu schaffen? Tja, vielleicht hat er seinen Leuten nicht vertraut und seine Habe irgendwo vergraben. Das passt doch gar nicht zu ihm. Das ist doch eher was für... Das sehen wir, sobald wir den Schatz gehoben haben. Oder hast du eine bessere Idee? Wir haben ja nichts anderes.
Dann lass uns danach suchen. Okay. Komm mit. Komm mit. Natürlich. Dann schauen wir mal Queste. Quest. Brüchige Erblast, das war jetzt Flynn, ne? Ja, genau. Kalador, Ruhe in Frieden. Grab, bla bla, ohne Sinn und Verstand, das passt auch nicht. Der alte Bund. Jäger, Dämon, Fluch der Liebe, Eisen wird mit Eisen geschärft. Fluch der Liebe, nein, das passt alles nicht. Waffen? Ah, das Ding ist das Königsschwert, muss ich neu schmieden. Krönungsschwert, so nicht Königsschwert. Puh. Das passt auch nicht. Das reicht der Schatten. Irgendwas mit Erblast müsste doch sein. Alles nicht. Das passt ja auch alles nicht. Herrschaftszeiten, wo ist denn die Quest? Oder gibt es die aber nicht? Keine Ahnung, da bin ich jetzt überfragt. Egal. Egal. Der alte Bund. Eldrick, Dämonenjäger, Norden. Ich dachte, das wäre hier mit dabei. Dann machen wir das noch. Ich denke mal, das wird sich ausgehen, oder? Ah, verdrückt. Ich verdrück mich jedes Mal. Dann bohren wir uns hier wieder rauf. So. Und dann marschieren wir zum Friedhof. Dann haben wir die Quest auch schon fertig. So. Ah, hier lebt ja tatsächlich jemand. Das ist zwar jetzt nicht der Friedhof, aber ich wollte einfach nur mal schauen. Das können wir nachher machen, ne? Wenn wir mit dem Friedhof fertig sind. Es ist nur... Aha, hier geht es nur rauf zur Mühle. Ich verstehe die Bauern nicht. Sie sollten lieber zu den Waffen greifen. Und wenn sie... Dann sollten sie es lernen. Schrottpistole, Schnaps des Goldes. Blick des Goldes, wirkens der 100, zeigt dir wertvolle Gegenstände an. Aha, Jadestein, Bageinflug und Blutrasch. Nehmen wir alles mit. Halt, da steht noch was. Oh, Teleportstein. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir auch schon den Friedhof. Ah, da steht ein Geist. Da haben wir ein Geistermädchen. Ich glaube, ihr gehört das dann, ne? Dann schauen wir mal. Na, wer bist denn du? Hanna? Es ist gestohlen. Deinesgleichen hat es uns gestohlen. Unser Ein und Alles. Unser Seelenheil. Komm zu uns zurück. In einem Stück. Mach mal halblang. Ich verstehe kein Wort. Lass mich raten. Ein Kerl namens Porter hat dein Amulett gestohlen. Lass mich raten. Ein Kerl namens Porter hat dein Amulett gestohlen. Namen sind nichtig. Nur unser Schatz ist mir wichtig. Die Toten erwachen. Schon bald hat er nichts mehr zu lachen. Du musst ihn überreden, es wieder rauszugeben. Okay. Wozu braucht ein Geist überhaupt ein Amulett? Hier hast du dein Amulett zurück. Wenn du das Amulett hier meinst, das behalte ich lieber selbst. Na, geht's mit? Wozu braucht ein Geist überhaupt ein Amulett? Erinnerungen des Lebens sind auch im Tod nicht vergebens. Löse deinen Geist davon und finde Frieden. Spricht er wahr oder will er uns betrügen?
Ich habe keinen Grund, dich zu hintergehen. Also vergiss die Reime und leg dich wieder zur Ruhe. Ein wahres Wort an einem toten Ort. So lebe denn wohl. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Haben wir ein Amulett bekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Das Schöne ist ja an dem Spiel, dass du wirklich Quests, wie soll man sagen, in mehreren Varianten beenden kannst. Da hat jemand Gold verloren. Ist das? Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir. Das wollte ich jetzt nicht. ja. Au. Au, 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 au. Au. Ja, ja, das wird nichts. Habe ich schon verstanden. Alter. Ja. Ich gehe mal da rein hier. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Alter. Ja, ja. Alter. Alter. Weicht nämlich auch aus noch, ne? Alter. Keine Chance angreifen zu können, ne? Sehen, irgendwas. Oh, ich habe eine Ratte, glaube ich, gekillt. Aber das war keine Absicht. Das war's mit dir, du Mistvieh. Unglaublich, Mistvieh. Echt. Die arme Ratte, es tut mir leid. Aber ich wollte jetzt eigentlich der Spur des Goldes hier folgen. Wo ist jetzt der andere Ghoul hin? Was ist hier? Stimmgabel. Ah, ein seltener Schatz. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der andere Ghoul hin ist. Wo der verstorben ist. Egal, dann hat er scheinbar irgendwo hingedreht. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, dann hat er gerade irgendwo hingetreten. Aber das ist, sonderbar. Warum ist hier eine Spur aus Gold? Das ist ja verdächtig. Ich soll die Karte beenden, es ist zu spät. Das Vieh belästigt keinen mehr. Du sagst es. Bis hierher gehen die Goldmünzen. Das ist echt sonderbar. Bis hierher. Ob ich das krieg da drüben? Ohne zu sterben? Ich speichere mal. Das ist mein letzter Versuch heute. Ja, klappt ganz gut. Blutkappe und magischer Kristall. Okay. Aha, da geht's weiter. Da ist noch mehr Gold. Aha. Bedrohlicher Kobold. Ah, eine Quest. Okay, lol. Au. 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 Jetzt haben wir. So. Okay, da gibt es ja noch mehr von denen. Das mache ich Überlänge unnötigerweise, aber das werden wir im nächsten Part hier machen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!